Sometime you'll win, sometime you'll lose. Ooh. Was geht ab YouTube? Pascal Su Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Kennt ihr schon diesen Monster? Den habe ich heute Morgen bei Pennymark gefunden. Erstmal zu Penny. Und ich habe gerade eben schon einen probiert und fuck! Es ist ein richtig krass geiler Monster. Er steigt in meiner Monster-Hierarchie definitiv ziemlich weit oben mit ein. In meiner Monster-Hierarchie sieht es so aus, der blaue Zero-Monster ist auf jeden Fall ganz oben. Und dann kommt schon dieser Ultra Citron. Citron. Und auf Platz 3 würde ich sagen, der weiße Ultra, also der weiße kalorienfreie Monster. Schreib mir mal deine Hierarchie in die Kommentare. Alright, ich bin gerade nach Hamburg gefahren und ich sammle jetzt hier David ein und wir fahren dann weiter zur Uni. Ich muss noch ein paar organisatorische Sachen regeln, Anmeldungen von der Abschlussarbeit und so dies, das, denn ich schreibe zwar schon dran so indirekt, naja, wir planen und so, aber wir, also der eigentliche Schreibzeitraum, der hat noch nicht begonnen, der beginnt jetzt nächste Woche oder übernächste. Wrap it up, B! Ja, und dann bin ich fertig, aber ich weiß gar nicht, ob ich fertig sein will. Weil wenn ich fertig bin, bin ich arbeitslos. Und wenn ich arbeitslos bin, habe ich kein Geld, also muss ich arbeiten gehen. Und wenn ich arbeiten gehen muss, habe ich keine Zeit mehr, YouTube zu machen. Der Studenten-Lifestyle. Ich versuche mich wirklich so fest ich kann, noch daran zu klammern auf die letzten Monate. Bin auch noch am Überlegen, ob ich mich eventuell noch für einen Master einschreibe. Das wäre dann einfach so ein MBA-Master, um mich halt in der Wirtschaft ein bisschen breiter aufzustellen. Falls du mir bei der Entscheidung helfen kannst, darfst du es auch gerne in die Kommentare schreiben. Wo bleibt jetzt David? Ach ja, sobald ich in Lüneburg durch bin, fahre ich ja wieder zurück nach Hamburg und gehe ins Fit One. Denn meine Mitgliedschaft in Fit One läuft immer noch, auch wenn ich gar nicht mehr in Hamburg wohne. Muss aber, ich glaube, noch 1-2 Monate. Das muss ich natürlich ausnutzen, deswegen geht's heute nochmal ins Fit One und da gibt's ein episches Training. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, die Kamera mitzunehmen. Because of reasons. Training im Fit One muss definitiv auf Kamera eingefangen werden. Schon alleine deshalb, weil ich da problemfrei filmen kann. Denn in einer etwas kleineren Stadt, in einem etwas weniger Commercial Gym oder so, hat man immer das Problem, ich will nicht, dass du da filmst. Die Mitglieder sind dann traurig und bla bla bla. Ja, das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon abgearbeitet. Aber das Ding ist, es fuckt mich übelst ab. Ne? Da steht ein BMW und da geht die ganze Zeit, also ihr seht ja Sonnenschein, der Scheibenwischer. Und ich frage mich, ob da jemand drin sitzt und den anhat oder ist da jemand tot? Wir gehen einfach mal gucken. So, obviously ist niemand da drin. I'm scared. Okay, das war gruselig. David, wo bist du? Digga, immer das Gleiche. Ey. Hast du den Mike gemacht? Ne? Du schon wieder. Ich war erstmal da hinten auf dem. Digga, hör auf zu piepen. Ich war erstmal wieder dahin bei dem Parkhaus, ne? Kennst du ja? Ja, Standard. Und dann stand da so ein Auto, da war niemand drin, aber der Scheibenwischer war an einfach. Echt? Hammer scary. Hast du Polizei gerufen? Nee, aber ich bin ausgestiegen und hab nachgeguckt und hab ein Video gemacht. Echt? Respektabel. Ich hab einmal ich ein Auto richtig gesehen. Angst. Ich bin mal von Flensburg nach Husum gefahren, irgendwann um 3 Uhr nachts und dann mit einem Kollegen und dann war rechts im Auto so ein Mercedes mitten im Graben. Und wir sind ein bisschen weitergefahren, ausgestiegen und hingegangen. Und dann haben so Pferde auf dem Feld Geräusch gemacht und wir sind richtig schnell weggerannt, weil wir Angst hatten. Aber da war kein Mensch bei dem Auto. Nee, da war kein Mensch beim Auto. War keine unterlassene Hilfeleistung. Du bist unscharf. Ich brauche keine Stunde mehr, als ich muss. Ich habe 21,25. Streber. Nee, das Ding ist, ich wollte dann noch der Uni was zurückgeben, was sie mir gegeben hat. Okay, ich würde sagen, wir holen uns was zu essen, oder? Hast du schon die Story erzählt, dass wir vorhin in dem neuen Gebäude waren und es war hammer awkward, weil da war so viel Mitarbeiter und wir gingen so rein und du hattest so ein T-Shirt mit Flecken und Löchern und hattest eine Kamera und die Leute dachten so, oh, das ist doch der Typ für Methodekurs, der hier ein Video aufnehmen soll, wie schön das alles ist und der ist, ja. Sieht halt verranzt aus. Genau, der war ich. Filmemacher sind verranzt, ey. Stimmig, also Leute mit Kameras müssen verranzt rumlaufen.
Ja, aber dann, das kommt dann auch Credibility rüber und so. Und auch nur richtig verlebte Leute leben ja auch den Moment. Und du musst ja den Moment leben. Und kreativ, ja. Kreativ? Scheiße, aber ich lebe genau den anderen Lifestyle, so mit Kind, Wohnung, Auto, so. Was, Kind? Spießer-Lifestyle. Wie er lügt, habe ich nie gesehen. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen bei Subway. Willst du dazu noch irgendwas hinzufügen? Ohne Scheiß, Pro-Tipp jetzt. Ihr wisst, Subway gibt Unterschiede bei Subway, wie gut die hergestellt werden. So, nicht jeder Subway ist gleich. Da sieht man das mehr als bei McDonald's. Am besten ist, ihr lasst einen Atzen vor, der Cheddar Cheese bestellt. Cheddar Cheese. Ja. Weil ich habe bei dir gesehen, du hast Cheddar Cheese genommen und sie hat richtig wenig draufgetan. Dann wusste ich, ich nehme Scheiblettenkäse, weil Scheiblettenkäse ist immer gleich. Du hast mich jetzt laufen bei Cheddar Käse kannst du richtig enttäuscht werden, wenn da so vier Brocken drauf sind, das schmeckt halt. Ja, aber für die Fitnessleute, ich wollte ja am Fett sparen, weil es ist gar nicht so schlecht, vielleicht ein bisschen weniger Cheddar draufzuballern. Aber du hast aber auch völlig recht, was den Geschmack angeht. Alrighty, die wichtigen Sachen sind getan und jetzt geht's ab ins Gym. Fit One, wie gesagt, ich liebe dieses Gym. Ich wünschte, es würde auch eins in Flensburg geben oder zumindest irgendwie in Grenznähe. Also für mich steht Tag 1 an, der besteht aus Power Squats und Bench und Overhead Press in den Fokusübungen und noch so ein bisschen anderer Kram, also ein paar Curls und ein paar Flies und ich glaube auch noch eine Ruderbewegung. Ich steige jetzt in einen neuen Zyklus ein und mit dem Umstieg auf das RP-System habe ich das Ganze ein bisschen umstrukturiert. Sprich, ich bewege mich jetzt, glaube ich, im 5x4 für den Squat beispielsweise. Und trainiere heute bis zu einem RP7. Also super schwer und super anstrengend soll es nicht werden, aber das sehen wir gleich. Kleines Update zur Diät noch. Ich etabliere mich jetzt relativ sicher unter den 87 Kilo, also Kilo pro Woche. Ein bisschen langsamer nehme ich momentan ab und das ist auch völlig in Ordnung. Vor allem, ich fühle mich dabei echt gut. Ihr wisst ja, Diätplan ist erstmal für den Sommer in Form zu kommen, ein bisschen runterzukommen mit dem Gewicht. Mit dem Endziel oder dem Ziel auf die Ferne im Herbst im BVDK in der unter 83 Kilo Klasse zu starten. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Ich werde jetzt mal schauen, wie weit ich runterkomme mit dem Gewicht und mich dabei noch gut fühle. Wenn es zu hart sein sollte, mich unter 83 Kilo zu etablieren und trotzdem gut performen zu können, werde ich vielleicht den Plan noch ein bisschen überwerfen. Aber definitiv Shredsville erstmal freischalten, Fatsuit zu verbannen und damit wir auch endlich keine Fear of the Fatsuit mehr haben müssen. Ich gehe jetzt ins Gym. Let's do. For something better flow. They give a fuck to these haters that I've been flexing for. The rest in peace to my killers I find redemption for. Mobbing in the street screaming free my G's and corrections though. My brother family I moved in with all their kids are fighting. Episode of Full Houses they removed it from Nick at Night. Finding life learning episodes off a little bill. Yet I didn't know the meaning of a dollar still. I'm working later than what is usual. Definitely I'm a busy bee. Hanging verses like ornaments on the Christmas tree. I was born with this energy, passion to see me strive. Remember being at peace with my brother Pule was live. Knew some rap in the B, but they never was from the hive. Some are blessed with connections, but never possessed the drive at all. I promise never to mess my plan up. I focus on what's at hand, so I understand what you asking of me. Talking comedy, how you bitches that stand up. In conversation with police consist of putting my hands up. Right now time is so precious, I can't afford to be injured. I wind up like somebody that ain't nobody remembered. I'm in too deep in my thoughts, my medical bills outrageous. I'm starting to get the notion that deprivation's contagious. Some dirty things I inherit, mama never could bear it. Build my resume because all they do is compare it. Complaining about a deal is some shit I probably would spare it. Industry artists out here, I never see us coherent. Choice is yours for the making, records yours for the breaking. If you talking about syrup, then drop a flow in and face it. It's back-to-back competition in line with music and vision. How y'all know the steps when ain't one of y'all paid attention? This business, nothing up easy. Check your time and your options. Never know what it's like till you working past your exhaustion. My strongest feeling torn nonsense, things I never think about twice. Like artists in search of fame, so they claim the name and pronounce Christ. Like, I see the need is an outcry, the blasphemy of a mouth of a fantasy that shit downsizing. Lately I'm on the cross, so we bumping bone in the Acura.
Harmonizing the era was so spectacular. Back to making my Dracula. Lyric spirit, I got it. Simplistic, sinister, rapture. So happen to leave my body. Somebody phone in the medic. Leave him bruised and beheaded. Caught the drift from Neandra and later came out and said it. Was spitting, if you can't speak on the topics, you go to bed with the topic torn in my tensions. I'm too reluctant to sweat it, bitch. Yeah, my DM popping off lately. It's rough and rugged. I'm bringing, portraying how they should take me here. Heart is heavy yet empty, like how my plate be. I'm hungry for what you got. Is the type of envy that make me a student without my hand raised. Food admission and cachet, but competition so fierce I had grew attention with match shade. Who knew my plan as a kiddo? From selling tree to the public, to pushing girls through my window, to making music with substance, to representing my kinfolk. I set the bar for the kids though, put my all in the pendo. Push the limit of decent and come out greater than him though. Ungrateful patient that's practicing teaching that's so resentful. The women from my high school have married and reproduced. I hit the booth with intentions to bury everything produced. And I choose to refuse to follow the steps of anything unfruitful. Like partying, drama starting, or any enemy unuseful. I got no time for it lately. Alrighty, das war's für das Workout. Es war fucking warm da oben, obwohl es draußen ja noch nicht so sonderlich warm ist, hatte man richtig das Summer-Feeling und das ist richtig geil, denn ich liebe es, wenn man richtig ins Schwitzen kommt beim Training. Und das Training nicht nur sowas leicht intensives, sondern richtig ins Schwitzen and go get it. Ich finde, es geht kaum geiler. Auf jeden Fall ist mir jetzt richtig heiß. Ich bin auch richtig rot, ne? God damn. Ich bin auch gut hyped, denn ich war jetzt ein paar Tage nicht im Gym, ich war der, wo overreached. Plus das dann in Düsseldorf, die Nächte, die ich sehr wenig geschlafen habe. Plus das Training hat mich sehr krass und Knie und so taten weh, Ellbogen tut weh. Das heißt, ich komme jetzt langsam wieder rein, starte jetzt in den neuen Zyklus mit niedrigen RPs und arbeite mich dann über die Zeit mit den RPs nach oben. Das sowieso, aber ich hatte mir ein paar Tage aufgegönnt, einen kleinen Deload gemacht und bin ready und froh, jetzt wieder angreifen zu können. Ich habe richtig Bock. Aber es ist immer noch so, Knie tun noch leicht weh, die Muskulatur tut sogar teilweise noch leicht weh. Ist nicht so geil, aber dadurch, dass ich natürlich... also krass niedriger Einsteig, reguliere ich das so raus, hoffentlich. Diät zerrt auch etwas, es geht eigentlich voll durch, also vom Hunger her oder so habe ich gar keine Probleme, auch keinen Heißhunger, gar nichts, aber es zerrt dann doch schon so ein bisschen, im Training merkt man es halt, ne? Also ein bisschen mehr müde und ein bisschen schneller ermüdet, ein bisschen kurzatmiger und so, aber hey, you gotta do what you gotta do. Und ich hoffe, dass wenn ich an meinem Zielgewicht bin, also ich habe ja eigentlich gar kein Zielgewicht, aber wenn ich irgendwo bei unter 83 Kilo bin und dann langsam die Kalorien noch wieder ein bisschen anziehen kann, dass sich das dann relativ schnell wieder ausgleicht und ich halt relativ schnell wieder leistungsfähig bin, sodass ich dann auch meine Werte treffen kann. Ihr wisst ja, ich gehe immer relativ konservativ an meine Powerlifting-Ziele ran. Und für dieses Jahr, für die BVDK oder was auch immer es am Ende des Jahres wird, also es ist ja nur noch eine sehr grobe Planung, was auch immer es wird, ich werde versuchen, mein Total vom Bembel zu hitten, also 670, bestätigen zu können halt mit 13 Kilo weniger. Ihr wisst, zum Bembel habe ich mich unnötigerweise todesfett gefressen, bis auf 97 Kilo am Wettkampftag. Und das sind 20 Kilo über mein Stage Weight im Bodybuilding. Natürlich ist man nicht mit Stage Weight im Bodybuilding auf der Bühne, deswegen die 83 Kilo, was auch nur 5, 6 Kilo über Stage Weight ist. Sprich, ich bin dann fucking shredded, aber ich glaube... mich einschätzen zu können, dann doch relativ leistungsfähig zu sein und dieses Total hitten zu können. Also ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, dass ich noch mehr auf mein Total raufhauen kann, aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Generell auch das Ziel, mehr zu squatten. Die 240 am Bembel waren ja noch relativ gesmoked und ich bin auch jetzt noch relativ stark im Squat und wenn ich das so weiterhin halten kann, vielleicht hitte ich dann ja doch einen 250er Squat, was natürlich aber hinten beim Deadlift auch wieder fehlen kann, denn umso weniger Masse ich selbst mit mir rumtrage, also umso schwerer für mich definitiv der Deadlift, für einige ist es auch vielleicht der Squat oder was auch immer, aber ich meine, ich habe da jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Also es ist alles reine Spekulation. Aber meine Ziele sind definitiv, mich in den unteren Gewichtsklassen zu festigen und von dort aus anzugreifen. Denn ihr wisst, ich bin nicht sonderlich groß, ich bin 1,76 und wenn ich jetzt mit 96 Kilo sehe ich aus wie ein kleiner Fettsack und bin trotzdem nicht super stark. Also im Verhältnis auf das Gewicht. Weswegen ich sage, ich gehe runter mit dem Gewicht und versuche mich dann zu etablieren in der unter 83 Klasse. Und dann schauen wir mal weiter. In letzter Zeit, ich will jetzt mal die Zeit nutzen, einfach mal ein bisschen mehr so von der Seele zu reden. In letzter Zeit habe ich wieder richtig Bock auf eine Bodybuilding-Show. Dieses Jahr definitiv nicht. Dieses Jahr steht so ein bisschen unter dem Powerlifting-Stern, aber vielleicht im nächsten Jahr. Und wenn es halt hinhaut, dass ich mich unter 83 Kilo etabliere und gut mit dem Gewicht um kann, gut trainieren kann,
Nochmal ein kleiner Rückblick, ich glaube im Jahr 2015 war ich auch in dieser Gewichtsklasse so bei 84, 85, 83 Kilo und war sehr gut, also konnte sehr gut performen im Gym. Ihr könnt auch zurückgehen und euch die Videos von der Zeit reinziehen. Da habe ich ziemlich gute PRs aufgestellt, war ziemlich gut dabei, deswegen weiß ich, dass das so ein kleiner Comfy-Spot für mich ist. Also ein Spot, ein Ort meines Körpergewichts, an dem ich mich relativ gut fühle und gesund bin und leistungsfähig bin. Also ich bin nicht unter diesem Spot und kämpfe mich dann so durchs Leben, sondern ich bin dann tatsächlich relativ leistungsfähig und das will ich halt wieder erreichen, aber dafür muss ich mir natürlich erstmal runter daten und dann von dort aus schauen, wie ich weiterkomme. Und wenn ich bei diesem Gewicht bin, also in dem Bereich, muss ich natürlich für eine Bodybuilding-Show auch nicht mehr so viel Gewicht abspecken. Sprich, ich könnte vielleicht noch ein bisschen was rausholen, wenn ich stärker werde, dann auch im Powerlifting gut performen kann, die Off-Season noch gut mitnehmen, um dann vielleicht im nächsten Jahr anzugreifen im Bodybuilding wieder, um mal zu schauen, konnte ich ein paar Kilo auf meine Stage-Weight packen, mich noch leaner zu machen zum Wettkampf hin gegenüber 2014 und vielleicht nochmal einen Deutschmeister abgreifen oder sowas. Wäre natürlich übernice. Aber was dahinter steht für mich ist nicht unbedingt, das ist der wichtige Punkt, im Bodybuilding zu performen für einen Pokal oder für sonst was oder so, sondern ich besinne mich momentan relativ viel darauf, also oder ich liebäugel so mit diesem Mönch-Lifestyle, den man so als Bodybuilder lebt. Das sprich, man ist deprived von Kalorien. Man muss so das Leben da drumherum basteln, man muss sich zusammenreißen, nicht schlecht gelaunt zu sein. Also sprich, alle Variablen im Leben wieder am Point zu lassen, während man sich systematisch verhungert. Nichts anderes ist es ja. Und das hat für mich einen enormen Reiz irgendwie, einfach über sich selbst ein bisschen hinauszuwachsen. Alles klar. Und genau aus dem Grund habe ich da Bock drauf. Also sprich, das Bodybuilding an sich, Wettkampfbodybuilding ist für mich gar nicht mehr so wichtig, sondern diese Erfahrung wieder zu machen, genau wie es auch 2014 auch schon der Fall war. Weil es in letzter Zeit doch so war, dass ich sehr die Kontrolle auch so über mich selbst verloren habe. Besonders vor dem Bamble, dass ich mich so fett gefressen habe und so gesagt habe, fuck it, fuck the diet, ich fress einfach und so. Und deswegen habe ich mal wieder Bock, ein bisschen mein Leben in geordnetere Schienen zu bringen. Das Training dann besser läuft, dass die Ernährung besser läuft, etc. Alles Mögliche. Hört sich immer so komisch an, wenn man sagt, so dann läuft alles besser. Es läuft ja jetzt schon fucking gut. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Aber es ist immer wieder der Fall so, wenn man sagt, das Leben läuft wieder so vor sich hin, mein Studium geht jetzt dem Ende zu, wir haben jetzt eine kleine Tochter, ich habe jetzt viele verschiedene neue Sachen im Leben, noch eine Sache mehr hinzuzutun, die mir was zurückgibt. Und zwar wieder festzustellen, dass ich halt mir sowas zutrauen kann und sowas umsetzen kann. Das ist so das, worauf ich Bock habe. Naja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Pascal zu, check it out, schreib was in die Kommentare, was dir auf dem Herzen ist und lass ein Like da, damit wir ein bisschen hochgerankt werden. Pascal zu, check it out. Peace, bro.